Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Bayram, Sie sollten besser recherchieren. Ich habe im Sächsischen Landtag einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Vollverschleierung im vergangenen Jahr vorgestellt. Und damals waren es nicht nur Ihre Kollegen, sondern die Kollegen aller anderen Parteien, die im Landtag vertreten waren, die massiv dagegen argumentiert haben. Schön, dass Sie sich im Juni dann doch zu einem kleinen, vorsichtigen Schritt entschieden haben, zumindest teilweise das Vollverschleierungsverbot zu verhängen. Vorsichtig, aber nicht genug. Denn, meine Damen und Herren, Lebensrealität in Deutschland ist nicht nur, dass junge Migrantenfrauen verschleiert sind, voll verschleiert sind. Sie sollten wissen, dass es auch Frauen gibt, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, die unter einem Schleier leben müssen, wenn sie sich in einer Beziehung befinden, die mit Männern aus arabischen Kulturkreisen passiert. Gefangen in Deutschland. Ich empfehle Ihnen allen dieses Buch. Lesen Sie es. Dann wissen Sie, dass wir nicht nur über 100 bis 300 Burka-Trägerinnen reden, sondern über ein massives kulturelles Problem. Sie wollen die Argumente nicht hören, weil der Antrag aus der falschen Fraktion kommt. Ich gehöre dieser ganz bewusst nicht mehr an. Aber Handlungsbedarf besteht nach wie vor. Denn es ist in der Tat eine Frage von kulturellem Verständnis, ob wir dieses relativieren wollen, ob wir der Meinung sind, dass in der Tat kulturelle Errungenschaften in unserem Land vorhanden sind, die es zu schützen gilt, oder ob wir so tun, als sei alles gleich. Aber Kulturrelativismus auf der linken Seite dieses Parlaments sehr vertreten. Meine Damen und Herren, es gibt Staaten, das wissen Sie genauso gut wie wir, die islamische Staatsreligion haben und dennoch keine Vollversteuerung verlangen. Dass dies in den letzten 30 Jahren immer rückläufiger ist, ist auch dem Vormarsch des orthodoxen Islam mit politischem Anspruch zu verdanken, der spätestens an den europäischen Grenzen Halt machen sollte. Und daher ist die Forderung eines vollständigen Verbots der Vollversteuerung im öffentlichen Raum eine Selbstverständlichkeit und ein Schutz unseres europäischen kulturellen Selbstbewusstseins, unserer Identität und unserer Werteordnung, die wir hier in diesem Hohen Haus eigentlich gemeinsam verteidigen müssten. Frau Dr. Petri, vielen Dank. Als nächster Redner der Kollege Marc Heinrich Mann, CDU.